Das war der unmotivierteste Klatscher, den ich jemals hier gehört habe. Okay. Herzlich willkommen zu Dental-Quickies. Zahnwissen kurz und schmerzlos. Und heute mit einer spannenden Frage, nämlich warum pieksen eigentlich die Fäden nach dem Nähen im Mund immer so? Und dafür muss man einmal erstmal zunächst wissen, dass es zwei Arten von Fäden gibt. Das eine sind die sogenannten resorbierbaren Fäden und das andere sind die nicht resorbierbaren Fäden. Was bedeutet das? Resorbierbare Fäden lösen sich von alleine im Mund auf und die sind häufig weich, weil sie geflochten sind. Meistens sind die aus einem abbaubaren Material, meistens ist das irgendein organisches Material, was der Körper verstoffwechseln kann. Dann gibt es allerdings auch die nicht resorbierbaren Fäden und die sind häufig synthetisch. Und synthetisch deswegen, weil ein nicht resorbierbarer Faden in der Regel, weil er eben, er soll möglichst glatt sein, keinen Schmutz anlagert. Das Problem ist dann eben, dadurch, dass er eben so glatt ist, ist er eben auch sehr rigide und spitz. Ja, und dadurch ist es so, dass diese Fäden häufig einfach pieksen und das ist halt leider eben etwas, was man in Kauf nehmen muss. Aber es gibt ein paar Tricks. Das heißt, wenn dich das Ganze piekst, dann kannst du zwei Dinge tun. Entweder packst du ein Kaugummi an die dementsprechende Stelle, sodass die Fäden sozusagen nicht mehr in die Wange pieksen, sondern in den Kaugummi reintragen. Oder es gibt noch einen weiteren Geheimtipp, es gibt sogenanntes KFO-Wachs, also kieferorthopädisches Wachs. Das kannst du dir theoretisch in einer kieferorthopädischen Praxis besorgen oder bestimmt auch im Internet bestellen. Und dann kannst du dieses kieferorthopädische Wachs eben auch auf die dementsprechende Stelle ganz vorsichtig drücken, natürlich nicht die Wunde beschädigen, aber dann drücken eben auch diese Fäden nicht mehr in die Wange und verursachen nicht diese kleinen schmerzhaften Aften, wie man das häufig so nach dem Nähen so sieht. Ja, das war unser Dental-Quickie für heute und heute ausnahmsweise mal mein Aufruf. Wir haben ja noch einen Podcast, der nennt sich Implantalk. Den kannst du auf Deezer, Spotify und auch auf iTunes finden. Da kriegst du alle Folgen Implantalk in Audioversion, kannst du im Auto hören oder wenn du unterwegs bist und wenn Video gerade eben nicht passt. Würde mich freuen, dich dort zu sehen und dort ein Abo von dir zu bekommen. Und ansonsten siehst du auf unserer rechten Seite nächsten Videos, die du dir gerne anschauen darfst. Ganz liebe Grüße, euer Doc Helker.